So, weiter geht's mit einer weiteren Folge. Wir müssen da ein bisschen craften, klingt besser, und viel einsammeln, aber wir sollten auch vor allem andere Missionen annehmen. Das heißt, wir müssen da mal in die Portia Commerce Guild. Das ist wichtig. So, darf ich da mal schauen, was wir da haben. 4 Wooden Storages. 5 Days. 2 Wassertänke brauchen wir. Gibt es ein Handbuch, wie man das Wassertank macht? Handbuch. So, schauen wir mal. Wooden Wassertank. Wir brauchen 40 Stein für den Wassertank und 32 Wood. Gut, dann nehmen wir das hier an. Weil wir brauchen das Geld. 2 Wassertänke. Oh, das geht sich, glaube ich, nicht aus, oder? 4 Copper Plates. Ich habe dafür 4 Tage Zeit. Gut, dann haben wir da Need 5 of Glasses. Okay. Ich glaube, Wooden Storages. Nehmen wir das auch an. Commerce in Wooden Storage. Ich weiß nicht, wie ein Wooden Storage funktioniert. Schauen wir aber kurz wieder in die Map rein. Es wird natürlich zum Verzweifeln sein ein bisschen. Wooden Storage, Wooden Storage, Wooden Bridge Buddy. Mission. So, Commerce Commission. Wooden Storage. Ah, soll ich die 4 Dinger brauchen? Gut, dann werden wir das einmal kurz lösen. Da ist eine Kiste oben. Wie komme ich denn da bitte rauf? Wie komme ich da rauf? Da ist eine Kiste oben. Da kommt man nicht einmal raus. Vielleicht sollte ich klettern lernen. Egal. So, ich werde dann gleich mal schauen, wie das funktioniert mit diesen urten Dinger. Ich habe auch schon vorbereitet. Stone Brick Sand brauchen wir dann. So, wo ist das jetzt mit Wooden Storage? Stone Store, Wooden Storage. Ach Gott. Das geht sich niemals aus. Hardwood Sofa. Was haben wir da noch? Was haben wir noch? Nix. Craft. So. Wooden Storage können wir craften. Wir haben es gecraftet. Das heißt, uns fehlen noch 2. Wie viel fehlt mir da eigentlich für die Mission? Mir fehlen fast 40 Holz. Das heißt, wir werden das jetzt einmal sammeln gehen. Dann geht sich das alles aus. Dann gehen wir da ein bisschen mal ein wenig sammeln. Das heißt, 10 mal 7 wäre 70. 10 mal 7 wäre 70. Das wären auch 7. Jetzt haben wir Level 4 erreicht. Ganz wichtig. Machen wir das halt ein paar Mal. 15 wurden sehr nice. Wo schlägst denn du hin? Oh, das Gewitter, es blitzt ja ordentlich. Na? Auch wieder Wooden plus 9. Können wir da gleich mal ein bisschen mehr einsammeln. Tree Sap. So, da haben wir auch gleich wieder 6. Und da haben wir auch wieder genug Bäume. Eine Axt. Oh ja, bei Gewitter dürft ihr nicht raus. Das wisst ihr schon, oder? Hoffentlich wisst ihr das. Da hinten rennen wieder Lamas um und um. Diese rosarot süßen Lamas. So, mal schauen, wie lange wir da bis sie zum Sammeln kommen. 8. Ich brauche das Geld, damit ich verschiedene Materialien einsammeln kann. In dieser Höhle, weil sonst komme ich da nicht rein, habe ich bemerkt. Das waren wieder 20. Das war gleich 20, okay, auch nicht schlecht.
Dann haben wir Wooden Storage. So, Craft. Mission. Wooden Storage. Gleich 90. So, dann haben wir das erledigt. Und dann gehen wir wieder zurück in die Commerce-Zentrale. Da werden Steine. Ups. Kannst du schlagen? Sie schlägt nicht so oft. Sie will nicht so oft schlagen. Copper Ore. Da draußen findet man auch viele Sachen. Stone plus 12. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das heißt, es ist zwar Tag, aber es schaut so finster aus. Commerce Guild. So, das haben wir ganz schnell erledigt. Die ist auch nicht da, die Empfangsdame. Wer hat mir den Auftrag gegeben? Das war er eigentlich, oder? Irgendjemand hat mir den Auftrag gegeben. Kannst du mir helfen, wer das war? Okay, du kannst mir den Auftrag nicht sagen. Es war irgendein bärtiger Mann. So, da ist doch jemand gerade gegangen. Bin ich besoffen oder was? Da ist sie. Polly. Student Mars Second Doctor. Cool. Zweite Tochter. Dann hauen wir kurz einmal ab. Ich möchte wissen, wer hier jetzt verantwortlich ist. Für diesen Kack von Storage Wood. Commerce Kommission. So, das ist Wooden Storage. Gut, da muss ich da hinten rauf in die Uptoned Runes. Ich hoffe, dass ich dann richtig bin. Sonst kann man es echt vergessen. So. Entschuldigen Sie, wo sind Sie denn? Ah, er ist sicher, ist sicher da oben irgendwo. Hoppala. Jetzt möchte ich mal schauen, wie man da raufkommt. So, geh ein bisschen schneller, 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 schneller. Oh ja, ich bin an der Spitze des Eisbergs. Oh, Kirche. Hat die Kirche offen? Bruder. Ah ja, da bist du ja schon. Wusste ich ja, dass du da oben bist. Oh, you must a new builder. You told me. Oh my god. So, dann haben wir das erste Geld eingesammelt und haben 181 Goals. Und haben Wooden Storage und dafür können wir andere Sachen sammeln, wie für den Furniture Maker. Furniture Maker. So. Hoppala. Da springen wir gleich. Da kann ich nicht runterspringen? Normalerweise springe ich immer gleich. Ich bin ein... Oh, das war die falsche Waffe. So, haben wir nicht mehr. Doch, wir haben Big Axe. Milk kann man usen. Tree Sap. Okay, perfekt. Das heißt, wir gehen jetzt am besten da rein, weil da brauchst du 80 Go. Oh, das ist eine Kiste. Da haben wir gleich einmal was zum Essen. Da eröffnet sich die Starmania. Starmania, sage ich. Starmania. Da kommen wir jetzt eigentlich ganz leicht rein, würde ich sagen. Schätze ich mal. Aber 80 Goals. Ja. Yep. Das wird Zeit, dass wir ein bisschen craften und Dinge sammeln. Jetzt lädt das ein wenig. Jo, weiß ich bereits. Und Linda ist auch bereit. So, jetzt schauen wir mal. Ah, okay. Schaut aus wie Sonne. Das ist 10 Meter tief. Gut, dann werden wir gleich hier mal anfangen zum Graben. Nur noch 5 Meter. Stone, Stone, Stone. Na, komme ich nicht weiter runter? Was ist denn da los? So, jetzt komme ich weiter runter. Okay, da war jetzt auch irgendwas. Old Bart Stone.
Sand. Je mehr Sand wir sammeln, desto mehr Glas können wir einholen. So, F. Schauen wir uns wieder ein bisschen um. Das schaut sehr nahe aus. 17 Meter. Gleich einmal hin. Und es ist nur zwei. Jetzt ist es weg. Ernsthaft? Hä? Wie kann das weg sein? Da vor meiner Nase ist auch was. 14 Meter tief. Gut. 11 Meter tief. Stone. Und dadurch sammeln wir sehr viel Steine ein. Und Sand natürlich. Mal schauen, wie weit wir tief hier runterkommen. Jetzt nicht mehr so. Aber es gibt da was Besonderes. In dieser Tiefe gibt es was Besonderes. Willst du mich pflanzen? Old Parts Powerstone. So, dann wieder da raus. Und mal wieder umschauen, was da so Nettes gibt. Diesmal gibt es hier gar nichts in der Nähe. Doch, da gibt es was in der Nähe. Das ist verdammt tief gewesen. So, da ist es. 8 Meter tief. Das heißt, wir kramen uns da runter. Schön. Stone, Soil, alles Mögliche, was wir brauchen, um zu bestehen. Der Archäologist, Missionsstart. Monument Model Peace Tree. Okay, alles klar. So, fliegen wir da mal rüber. Gehen wir ein bisschen tiefer in die Höhle. Und schauen wir mal da so und so. Da gibt es gar nichts mehr. Kann das sein? Wie kann das möglich sein? Ah, da ist etwas. Die Punkte übersehen. Gut. So, Archäologist. Wir haben Petra zur Verfügung. Stone, Level 5. Morgen. Das ist doch schön. So, wie weit kommen wir da noch runter? Müssen wir so rüber? Oder auch nicht? Ledersofa. Was? Ein Ledersofa in der Höhle unten? Alter, wie kommt das da runter? Ist doch sehr interessant. So, haben wir da wieder was? Jetzt haben wir wieder nichts. Da haben wir gar nichts. Ich gehe mal weiter zurück. Hoppala, da wollte ich nicht rein, komm. Ey, ist da nichts mehr? Echt jetzt? Müssen wir halt da ein bisschen weiter hinter schauen. Da ist wirklich... Doch, da. Ich dachte, da ist nichts mehr. So, 8 Meter tief, 7 Meter tief. Kommen wir da so weit runter? Stone. Powerstone, Old Parts. Alte Schrauben, gut zu wissen. Ups, wenn ich mich da jetzt rüber grabe, ist Sand. Carpature. Da ist wieder nichts, obwohl ich da gerade gestanden bin. So. Sollen wir zum Ausgang gehen? Schauen wir mal. Ich schätze mal schon, dass wir zum Ausgang gehen sollten. Es ist 23 Uhr. Es ist Zeit zum Schlafen. Könnte ich? Achso, Map öffnen und dann. Ja. Passt. Dann haben wir das Ganze geschafft. Dann können wir da raus. Ganz gechillt raus. Vega 5 Barner Rock Logos und Seaside. So. Beilen wir uns einmal ganz schnell zurück. Haben da ein bisschen gecraftet in der Höhle. Und können jetzt beruhigt schlafen gehen, würde ich sagen. Hopp. Es wird Zeit. Und euch sage ich schönen Tag. Schlaft auch gut, falls ihr das am Abend anschaut.
und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde.